Es ist ein Stück Hamburg, das wir verloren haben. Uwe Seeler gehört zu dieser Stadt. Und wir werden ihn deshalb ja nicht nur mit Hochachtung und Dankbarkeit in Erinnerung haben, sondern wir werden ihm wirklich ein sehr ehrendes Andenken auch bewahren. Er steht für eine Generation von Spielern, die dazu beigetragen haben, dass die Fußballnationalmannschaft, die ja heute ein Aushängeschild ist, des DFB, zu dem geworden ist, was sie ist, nämlich zu einer identitätsstiftenden Veranstaltung. Und ich glaube, das wird wirklich immer bleiben. Was bleibt von Uwe Seeler? Ich hoffe sehr, sehr viel, in jeglicher Hinsicht, angefangen von dem Namen, von all seinen Werten, die er verkörpert hat, wie er zu dem HSV gestanden ist, wie er als Mensch gewesen ist. Also ja, er war einzigartig.